Ja, moin moin, was geht? Ich bin's wieder. Alex ist so am Start mit einer heutigen Reaction. Ich würde sagen, let's fucking go. Wir reagieren heute auf den guten Speedy Gaming. Nicht Lifestyle, sondern Speedy Gaming. Könnt ihr natürlich alles in der Videobeschreibung unten abchecken. Verlinke ich alles unten. Könnt ihr euch wie zu Hause fühlen und mal eben einfach rüber gucken, falls ihr Interesse habt, ihn ein bisschen zu supporten, denn der Gute hat es ein bisschen nötig. Aber natürlich muss er auch sich dafür ein bisschen anstrengen und auch noch ein bisschen sich verbessern in der einen oder anderen Qualität, was Richtung Equipment natürlich entspricht. Meiner Seite jetzt. Ich bin natürlich sozusagen sein Mentor, aber man kann auch nicht mehr beibringen, wie die Leute halt nicht mehr investieren können oder die Leute halt nicht mit demselben Programm arbeiten und auch nicht momentan den Kopf der Firma. Das ist ein anderes Ding. Ich würde sagen, let's go. Viel Spaß bei der heutigen Reaction. Bei mir, Alex ist so der Reactor heute. Ich würde sagen, let's fucking go zum Video. Und dann erzähle ich euch weiter, was so abgeht. Viel Spaß. Nach dem Intro. So Leute, hier haben wir das Video Winners Republic First Freestyle Session Speedy Gaming. Also vom Titel her, hat 15 Aufrufe, 6. Dezember hochgeladen. Das ist in 8 Tagen. Ja. Eine gute Steigerung, muss ich echt sagen. Bin ich stolz auf dich. Aber du machst echt so viele Hashtags rein, Bruder. Aber mittlerweile kann man das sogar machen. Ist scheißegal, wie viel. Also früher war es mal so, zu der Anfangszeit, ich kenne das noch so, vor 2 Jahren, dass man nur 2-3 Hashtags machen konnte. Mehr sieht man halt nicht. Ist auch wirklich so. Weil die unteren Hashtags, mein Freund, sind scheißegal. Diese Hashtags hier oben, maximal 3 Stück. Da müssen die rein, die halt am besten fetzen. Die das ansprechen, das Video. Das muss da rein. Meine Erfahrung her. Hier unten brauchst du eigentlich gar keine Hashtags reinmachen. Das kommt eigentlich nur beim oberen Video. Deswegen war es Republic, PC Gamer, Speedy Gaming. Speedy Gaming, ob das da rein muss, weil es ist ja hauptsächlich, ich mache das auch nicht mehr rein, weil es ist ja dein Kanal. Da steht da schon Speedy Gaming. Das heißt, du musst es nicht nochmal zusätzlich da reinballern. Das heißt, war das Republic, PC Gamer, MTB Lifestyle würde ich reinmachen. Also das hier würde ich da reinmachen. Das hier würde ich da reinmachen. Und das würde ich da reinmachen. Speedy Gang, Speedy Lifestyle, Alex Isso, rausnehmen. Alex Isso ist mein Kanal, nicht deiner. Kannst du natürlich gerne supporten. Was du sehr oft machst. Ich muss ehrlich sagen, das ist schon okay. Und danke für die Möglichkeit, das Spiel jetzt schon zu besitzen. Ah, hast du auch betont, dass ich das besorgt habe dir. Okay, ja. Das zu dieser Kritik. Jetzt würde ich sagen, let's go, viel Spaß beim Video. Und zwischendurch natürlich mache ich Pause, weil die Reaction muss ja basierend darauf sein, dass ich das erkläre, was du schlecht gemacht hast, was du gut gemacht hast. Wir gucken uns das an. Ich werde beurteilen und ich würde sagen, let's go. Jetzt geht's mal wirklich hier los. Erster Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Erster Eindruck ist sehr gut. Die ersten Sekunden kommt man rein, man bekommt so einen richtigen Hype-Mode, weil du hast da Musik reingeballert, die für Mystery sorgt, für Spannung. Das genau sowas sollte im Video sein. Das ist genau mein Style, was ich gerne mache. Das ist perfekt kombiniert. Da muss ich jetzt sagen, top. Und ja, jetzt wieder zurück zum Game, zum Video.
Ja, mein Freund, ich muss echt sagen, die ersten 1:09 muss ich schon sagen, top, geil gemacht. Musikwechsel muss nicht unbedingt stattfinden. Ich mache es meistens trotzdem mal rein, dass es so ein bisschen dann immer Höhen und Tiefen gibt, um das Ganze zu optimieren. Was ich gut finde, die Qualität ist gut aufgenommen. Natürlich weiß ich jetzt nicht, auf welche Kilobytes, Megabytes du natürlich renderst. Weil umso höher, umso klarer das Bild natürlich. Das sieht man bei mir sehr oft. Ich nehme auf sehr gute Qualität auf und rendere das Ganze natürlich auch doppelt so gut, damit das Video auch entsprechend texturfrei ist, damit man das sogar auf den YouTube-Kanal in hochauflösender Grafik sehen kann. Das ist halt so ein Ding, was ich mit den Jahren mir beigebracht habe und viel gelernt habe dazu. Deswegen sehen meine Videos auch sehr gut aus. Manche legen da keinen Wert drauf, das verstehe ich natürlich, weil es kostet Zeit, es kostet wieder Renderzeit und es kostet auch wieder Upload, also Hochladezeit, wo YouTube das ganze Video verarbeiten muss. Mittlerweile hat sich YouTube da sehr verbessert. Es gab eine Zeit, da habe ich 4K-Videos aufgenommen, sehr ungerne, weil du einfach einen Tag brauchst, damit du das Video online stellen kannst, weil dieses YouTube, dieser Rhythmus einfach viel zu lange gebraucht hat, um dieses Video auf 4K online zu stellen. Es war erst auf 1080p verfügbar, dann nach ungefähr 18-20 Stunden, da war es dann auf 2K verfügbar und dann erst am nächsten Tag, kurz und knapp, fast 24 Stunden oder länger, war es erst auf 4K verfügbar. Und das finde ich richtig scheiße. Mittlerweile hat sich YouTube da ein bisschen verbessert, meiner Seite her. Und man kann jetzt schneller das Ganze hochladen, online stellen. Das finde ich gut als YouTuber. Also als Creator muss ich sagen, top, da wird sich YouTube schon einiges verbessert haben. Wenn ich bedenke, wie es früher da mal ausgesehen hat. Ich habe mich auch verbessert natürlich. Und zu dem Video muss ich sagen, du kannst mir natürlich gerne privat schreiben, auf welche Kilobytes. Falls du Interesse hast, noch bessere Videos zu machen, gerne mich anschreiben und mir dir einfach mal Ratschläge reinzuballern von mir. Einzuhören, falls du die Qualität verbessern möchtest. Was ich immer gerne anbiete, falls man Interesse hat. Wenn nicht, dann mach da so weiter. Aber es ist von der Qualität, muss ich echt sagen, zu den früheren Videos eine klare Steigerung. Und jetzt, let's go, weiter mit dem Video und danach werden wir was richtig Geiles machen. So, jetzt muss ich mal wieder umschalten und sagen, halt, stopp, vorbei. Bei diesen Parts, wo du hinfällst, hätte ich vor ein 2 Minuten 41 Video, hätte ich direkt Cut, Cut gemacht, hätte dann eine Session so einen Schnitt reingebaut, wo es dann mip, 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 oder irgendwie bam, einfach du hast versagt, du bist auf die Schnauze gefallen, du hast die komplette Punktzahl verhauen, das war's, Niente Naga, vorbei. Verstehst du? Das heißt, du machst da Cuts rein, die dann zum Beispiel Niederlage demonstrieren von dir. Weil du hast offiziell versagt. Die Musik läuft trotzdem weiter, obwohl du der Champion bist. Ne? Es ist ja halt diese Champion-Musik, diese Wow. Ne? Und da musst du echt mal gucken, dass du was anderes da einbaust, um das Ganze vielseitiger zu machen. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich. Da ist man selber stolz auf sich, hat was dazugelernt und man kann es besser irgendwann mal. Also nur so ein kleiner Tipp, meine Reaction, also meine Aussage an dich. Und weiter mit dem Video. Noch eine kleine Kritik an dich.
Du hast automatische Landung eingestellt. Ein richtiger Profi. Ja? Wie ich zum Beispiel. Ich bin da richtiger Profi drin geworden. Schon der Elite King. In Riders Republic, in Slopestyle bin ich echt der King. Ich bin jetzt Level 890 oder so. Will auf Level 1000 kommen, damit ich richtig Respekt mir einhandle in dieser Riders Republic Szene. Für mich selber natürlich. Auf Twitch macht es mal wieder Spaß. Auf jeden Fall, ja. Stell das Ganze mal auf manuelle Hinsicht, dass du das selber einstellen kannst, also selber die Tricks beenden kannst. Wenn du das dann drauf hast und diese automatische Landung deaktivierst, dann kann man dir zu dir sagen, du hast es drauf. Aber solange du das nicht machst, bist du ein ganz normaler automatischer Landungsfreak, der das System machen lässt. Das heißt, du bist kein richtiger Pro. Also versuch mal ohne Computerhilfe das Ganze zu machen, wie ich das zum Beispiel mache. Ist natürlich eine kleine Lernzeit, aber wenn du Profi sein möchtest im Spiel, richtig punkten möchtest, kriegst du einen kleinen Bonus, wenn du die Landung perfekt machst. Überleg's dir mal. Sieht besser aus und lässt dich besser lernen. Das zum Schluss auch nochmal gesagt. Ja, hier hat das Video geendet, obwohl der Ton eigentlich noch da war sozusagen. Also das Spiel noch nicht zu Ende war. Ich hätte da was anders reingeballert. Und dass das Outro einfach so blitzartig endet zum Beispiel, ist auch total scheiße. Also da musst du echt mal so einen kleinen Cut reinbauen. Ja, wir gehen mal zurück. Dass du einfach diesen Übergang merkst, wo ist es zu Ende, wo hat es angefangen, wo ist es mit vorbei und so. Ne? Das zu verbessern, das würde ich an deiner Stelle machen. So, und jetzt, meine lieben Damen und Herren, war es das mit der offiziellen Cam-to-Cam-Reaction von mir zu diesem Video. Und jetzt mache ich eine kleine Antwort an Speedy. Jetzt wirst du gebankt im offiziellen Banger-Style bei mir. Wir starten das Game Riders Republic und ich mache auch eine kleine Szene rein. Ich mache eine Mission, also ich mache ein richtiges, sagen wir mal, einfach ein Battle für mich selber und zeige dir, was ich jetzt in gewissen Sachen aktiviere. Deswegen würde ich sagen, let's fucking go. Viel Spaß mit der Boomshaker Bam Bam, oder wie kann man sagen, den zerstörbaren Modus für dich. Ich hau dich jetzt rein. Let's fucking go. Und zwar machen wir das Battle beim Canyon Dude Style. Speedy, ich würde sagen, Herausforderung angenommen. Und jetzt wird richtig Punktzahl geballert. Bevor ich sage, ich mach dich platt. Weil es kann sein, dass ich natürlich auch Fehler mache. Aber das steht nicht zur Debatte. Und ich mache ja auch keine Schnitz, wo ich Scheiße baue, wie ich das erklärt habe. Sondern ich baller hier einfach nur rein, Alter. Verstehst du? Und wenn du meine Punktzahl hier fertig machst, dann sage ich dir eins. Dann bist du gut, Alter. Dann bist du richtig gut. Er sagt es, er kann es, er versteht es. Das war natürlich scheiße, aber den muss ich besser machen. So, natürlich haben wir zwei Läufe, ne? Das muss natürlich auch nachmachen, Kollege. Nicht, dass du hier denkst, einer auf easy. Wir ballern hier die Punkte raus vorne. Wir ballern hier. Und jetzt machen wir den hier, Baby. Yeah. Jetzt müssen wir was Legendäres raushauen. Denk dir was aus, Alex. Denk dir was aus. Und jetzt machen wir das hier. Ja. Yeah. Okay, jetzt müssen wir was anderes raushauen hier. Irgendwas anderes. Ah, das war nach hinten. Haben wir schon mal eine gute Punktzahl erreicht, auf jeden Fall. Wenn man so sagen, meh.
Genau, jetzt machen wir No-Hander. Ah, ne, geht da gar nicht. 136.000, schon mal die erste Ansage im Lauf 1. Wenn du das toppst, dann bist du Bombe, Bruder. Dann bist du hier der King. Machst du natürlich mehr, hast du mich richtig gefickt. Denn jetzt werde ich versuchen, dich zu ficken. Ich hoffe, du bist auch schon so weit. Nicht, dass du hinter die Mission nicht machen kannst. So, haben wir das auch schon mal gerockt, Baby? Ja, Bruder, so muss das sein. So, was machen wir jetzt? Das machen wir ein bisschen schneller hierfür. Ja, Baby. Mach das nach, Bruder. Ich hab dich zerstört. Ich hoffe, es ist Copyright-Musik nicht. Zurückgesprungen. Die Landung war ein bisschen zu kriminell. Oh, ist das dein Ernst, Alter? Haben wir immer zurückgesprungen. Zu wenig Schwung. Kleine Verbesserungssachen sind da in Ordnung. Und jetzt einen epischen. Genau. Mal schon zahlen 68.250, das geht schon mal klar, kann mitarbeiten. Jetzt machen wir den hier. So, 83.000. Schaffen wir die 300? Ich glaube eher nicht. Aber wir schauen mal. Oh, wir haben die 307.000 gerockt, Bruder. Das ist hier eine Ansage. Wie viel haben wir jetzt? Komm, Jalla. 307.000 gesamt. Wenn du das fickst, dann hast du mich gefickt. Und somit würde ich sagen, meine lieben Freunde, vielen Dank, vielen Dank. Das wäre meinerseits aus. Wir sind im Verabschiedungsmodus. Deswegen würde ich sagen, let's walk, baby. Ich hoffe, ihr habt es genossen, diesen geilen Reaction, wo ich dich wortwörtlich richtig gefickt habe. Darf ich das sagen? Ja. Hau mich raus. Hau was Besseres raus. Ich würde sagen, wir sehen uns. Reaction vorbei. Ich hoffe, ihr habt natürlich einen schönen Tag. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten haut rein und bis zum nächsten Video, wenn es euch nicht gefallen hat. Ciao. Das war's mit der Reaction bei Alex Isso. Gib mir Faust, Bruder.